Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine wunderbare gute Nacht. Ja, wo in dieser Straße ist heute die Frage. Dann kommen wir nicht auf die Lösung des Intro-Quiz. Aber jetzt erstmal, was aber heute windig. Ab ins Video. Ja, heute soll es um die, potenzielle Mordmaschine Auto gehen. Oder sagen wir mal, den allgemeinen öffentlichen Individualverkehr, der ja doch so viele Opfer fordert und zu denen wir alle gezogen werden. Es ist natürlich so, dass der private Individualverkehr im Pkw ja durchaus sehr nützlich ist für jeden Einzelnen. Ich meine, allein wenn du mal irgendwo deinen Wocheneinkauf erledigst, möchtest du ja das ganze Gerümpel nicht erst von der Straßenbahnhaltestelle nochmal oder von der Bushaltestelle nochmal ewig durch die Gegend tragen, weil, naja, man kann natürlich auch zweimal am Tag einkaufen gehen. Sehr zielführend das Ganze natürlich. Warum ist da eigentlich eine Fußgängerampel dran? Und da brauchst du dann quasi ja locker doppelt so lange wie sonst üblich. Aber nun ja. Also der Individualverkehr hat schon so seine persönlichen Vorzüge und den möchte ich heute auch gar nicht abschaffen. Nein. Es ist nur so, dass wenn man in letzter Zeit von irgendwelchen Unfällen liest, oder immer quasi, dass irgendwie, ja, Familie von Mühlwagen platt gemacht. Naja, platt gemacht leider im wahrsten Sinne des Wortes, weil das war ja im Sommer so ein Ding. Da irgendwo ist so ein LKW, so ein Mühlwagen, um eine Kurve gefahren und nach außen gekippt und ja, ganze Familie in einem Auto, alle tot. Ja, oder auch irgendwelche kleinen Autorennen, die ja total wichtig sind für irgendwelche Spacken, die dann mal eben, ja, unbeteiligte Fußgänger und Radfahrer töten. Ja, nicht verletzen, nein, töten. Die sind dann wirklich so ganz tot. Und das kann es ja auch nicht sein. Oder irgendwelche LKW-Fahrer, die ja, fröhlich, lustig an ihrem Handy rumspielen und dann zack, bumm, auf ein Stauende drauf fahren und mal eben 5 PKWs zermalmen und da drin saß mindestens jeweils eine Person. Und du fragst dich, muss das sein? Anscheinend sind alle Leute dazu bereit, dieses Todesrisiko in Kauf zu nehmen, wie auch immer das zu rechtfertigen ist. Aber ja, alle sind dazu gerne bereit. Ich hab Zeit. Lass sie doch fahren. Ja, es ist halt so, dass ja Motorradfahrer, ja gut, wenn die auf die Fresse fallen, dann sind die in der Regel die Ersten, die dumm dran sind, oder Fahrradfahrer die Ersten, die dumm dran sind, ja. Der PKW, der hat vielleicht einen Unfall und dann rollt er nochmal irgendwo hin und ja, bringt dann nochmal irgendwelche anderen Leute in Gefahr. Ich meine, ihr müsst euch nur mal die ganzen Videos von irgendwelchen wahnsinnigen und allseits beliebten russischen Verkehrssituationen anschauen. Da ist klar, fahren die so bescheuert in Russland? Kann durchaus sein, aber das Problem ist ja nicht der Russe an sich, ne? Sondern der Mensch. Und da muss man ganz klar sagen, ja, wer macht denn die Unfälle? Das Auto? Nein, das Auto würde selbst nicht fahren. Nein, den Unfall verursacht der Mensch. Der Mensch, der da irgendeinen Scheiß zusammenfährt, ja, genauso egal was, ob zu Fuß, blind mit dem Handy durch die Gegend läuft oder als Radfahrer bei Rot über die Ampel jumpt oder als Pkw-Fahrer völlig desillusioniert mal eben ein Rennen fährt. Ja, also, die Gefahr geht vom Menschen aus. Das ist genauso ähnlich wie, gibt es von den Ärzten so einen Anfangstext von einem Lied, da heißt es, Waffen bringen niemanden um, aber ich. Und wer sagt das? Ein Mensch, ja? Also, was bleibt uns übrig?
Ja, autonomes Fahren. Wunderschön. Ich fahre heute irgendwie so langsam. Autonomes Fahren, ja. Klar, warum nicht? Autonomes Fahren. Wenn, dann sagen alle, oh, das ist ja kein Autofahren mehr. Hallo. Die Leute, die irgendwo dumm in der Gegend rumfahren, ganz ehrlich, gibt es, glaube ich, auch den Paragraphen, der auch besonders für Motorradfahrer gelten würde, sinnloses in der Gegend umherfahren. Ja, es ist halt schon irgendwie so die Sache, ein Auto soll ja jemand von A nach B fahren mit einem Ziel und einem Zweck. Also, und da muss ich sagen, da muss autonomes Fahren durchaus ja, forciert werden. Ja, und das ist dann auch der Sinn, dann wird der Umwelt was Gutes getan, weil wenn du nur von A nach B sinnvoll fährst und das in einem vernetzten System, zentral oder individuell gesteuert, ist ja jetzt unwichtig, sondern wenn halt quasi von einer Stelle aus oder von dem Auto selber aus gesteuert wird, hier, das ist der optimale Weg, energetisch und verkehrstechnisch, dann flutscht es. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, das ist ja dann überhaupt kein Fahren mehr. Ja, aber ist dumm im Stau rumstehen und sinnlos an der Ampel warten und Feinstaub produzieren, fahren, sinnvollerweise, naja, ich meine, da ist es auch wohl sinnvoller. Man fährt mit einem quasi standardisierten Auto, das es in unterschiedlichen Größen gibt, dann quasi so für eine, für zwei, für fünf Personen, für Transporter, quasi so wie Car2Go, quasi für jedermann durch die Gegend. So, ich bestelle mir für morgen früh 10 Uhr ein Auto mit zwei Sitzen. So in der Art. Ja, und sag dann, ich möchte von mir zu Hause, ja, keine Ahnung, wohin fahren. Und dann kommt das Ding. Kostet mich am Schluss vielleicht maximal das gleiche wie ein normales Auto. Und das Ding funktioniert. Wenn es alles total komplett vernetzt werden würde, müsste man halt alle anderen Autos abschaffen. Aber wenn wir das mit der Bundesregierung mit Abwrackprämie ansonsten beschiss hingekriegt haben, kriegen wir das auch mit dem Individualverkehr on demand hin. Klar kann man jetzt dann natürlich sagen, ja, dann was machen denn die Motorradfahrer und die Radfahrer? Gut, die Radfahrer, die halten sich ja sowieso an gar keine Regeln, aber die Fußgänger, die halten sich ja alle an Regeln. Ja, rote Ampel zählen nicht. Und ja, Motorradfahrer, was machen die? Die werden natürlich auch noch in das System integriert. Und da die sich in diesem Verkehrsstrom des Individualverkehrs, des motorisierten Individualverkehrs, ja, gerne mal ein bisschen durchschlängeln, sag ich mal, werden die dann halt auch vernetzt, aber natürlich nicht unbedingt, ja, das kann man weglassen mit der Strafe. Sondern die werden dann halt quasi registriert, ach, da kommt irgend so ein Motorradspacken an, der sich mal wieder durchdrängelt. Ah, der wird dann zwar im System vermerkt, aber der Motorradfahrer kriegt dann auch eine Warnung, Vorsicht, da kommt jetzt von rechts oder links ein Auto, dass du dann nach Bedarf durchlassen kannst oder dich überfahren lassen kannst. Und das hat ja auch den Sinn, dass die Leute vor Unfällen geschützt werden. Und BMW hat ja in unserem Versuchsmotorrad ja auch so ein System so in der Richtung drin. Und ach du meine Güte. Und das ist halt so, ja, man kann dann immer noch fahren. Aber das sollte dann Schritt für Schritt abgeschafft werden, zumindest für die Dosen. Ja, es ist sehr traurig, dass man dann mit seinem Motorrad nicht mehr unbedingt im Schwarzwald rumgurken kann. Aber das wird man auch sowieso noch können. Das Problem ist dann gar nicht mehr, dass man TÜV haben muss, wenn man ein Motorrad umbauen möchte. Weil zu dieser Verbotskultur des Individualverkehrs könnte ja dann immer noch die Customizing-Kultur deutlich anwachsen, indem man dann halt quasi mit seinem öffentlichen 0815 Transporter, seinem Fahrzeug, zu irgendeiner Rennstrecke oder zu einem Treffen oder Veranstaltung fährt und dann davor führt und dort auch aktiv fährt. Dass also die öffentliche Verkehrskultur reine Transportsache wird und gar nicht mehr zum Spaßfahren geeignet ist, so dass dann eine Parallelkultur entsteht, die sich einzig und allein um das Spaßfahren dreht. Wenn man natürlich erwartet, dass das binnen 5 Jahren komplett hart durchgesetzt wird, geht das natürlich nicht, ist ja klar. Aber
Das dauert halt, ja. Aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Also im Ganzen, dem autonomen Fahren sehe ich jetzt gar nicht mal so negativ entgegen. Man darf halt nicht in das System hineinpfuschen. Ja, also man muss natürlich schon als Fußgänger sich dann an die roten Ampeln halten. Ja, und als Radfahrer halt erstmal dafür demonstrieren, dass es Radwege gibt. Und ja, jeder kriegt, ach, ganz einfach, jeder kriegt einen Peilsender in den Arsch gesteckt, implantiert. damit erstmal geistiger Fußpilz. Ab in die Auflösung vom Intro-Quiz. Ja, wo waren wir am Anfang des Videos? Am Anfang des Videos waren wir hier an der Kirche Geisburg. Ja. Sieht ein bisschen marmoriert aus. Ah, jetzt geht das Licht auf. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen netten Kommentar, abonniert den Kanal. Und so, ja. Und damit tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.